Willkommen zurück, Zeitreisende. Wir sind wieder bei A New Beginning und befinden uns im Jahr 2050 und müssen die Klimakatastrophe aufhalten. Wir befinden uns hier unten in der Bibliothek im Jahre 2050, wie vorhin schon erwähnt. Und werden uns jetzt da reinbegeben, mal schauen, wie der Typ ausschaut, der sich darin verbarrikadiert hat. Okay, ganz schön dunkel. Was willst du? Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Ich suche Videokassetten. Wo ist das Archiv? Das alles hier ist das Archiv. Quicky kann es dir bringen, wenn du was suchst. Mach schnell! Naja, er ist nicht gerade freundlich zu Gästen. Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Nein, ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Und wer sind deine Freunde? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich hab noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Wahrscheinlich ist er einer dieser Serverarbeiter, der hier geblieben ist. Keine Ahnung. Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade, schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können. Ich weiß nicht, ob das wirklich lecker war. Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Weiß nicht. Ich mag dich nicht. Ich muss dir diese Fragen stellen. Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen, das mag ich nicht. Okay, dann. Okay, das war's schon. Gut. Ich schaue mal nach den Kassetten. Was haben wir denn hier alles? Die Matratze ist dann wohl sein Bett. An der Wand hing sein Wasservorrat. Regenwasser aus Kanistern. Das ist bestimmt wieder meine Schuld. Die Trinkwasservorräte waren aufgebraucht. Es gab nichts anderes mehr. Versuchen Sie das mal meiner Therapeutin zu erklären. Was ist in den Kanistern? Wasser. Wie filterst du es? Ich fange es auf, bevor es in den Fluss fällt. Das ist ja schrecklich. So weit hätte es nie kommen dürfen. So ein großes Bett. Das muss er in einem Palast gefunden haben. Hier schläfst du? Hm. Ist das nicht ein bisschen groß? Ach, was sag ich? Das ist bestimmt sehr gemütlich. Ja, was sie oder alles nicht kennt. Die Hängematte ist völlig zugemüllt. Naja. Stauraum halt, ne? Soll ich dir vielleicht etwas beim Aufräumen helfen? Das haben Sie ihn doch nicht ernsthaft gefragt. Man kann zu Hause doch nicht seinen Müll stapeln. In seiner Situation ist das doch völlig irrelevant. Zusammen geht das ganz schnell. Lass das so. Na gut. Halt, stopp. Das bleibt alles so, wie es ist. So einer ist das wahrscheinlich. Ein ganz seltsames Gerät. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das ist, glaube ich, ein Mixer, oder? Was ist das hier? Weiß nicht. Habe ich gefunden. Sieht aus wie ein Glas mit Rasierklingen. Ja. Das Leben muss früher sehr seltsam gewesen sein. Findest du nicht auch? Vielleicht. Ja, wir schauen uns erstmal alles an, bevor wir da vorne an den Monitor rangehen. Ein Regal mit alten Malereien der untergegangenen Kultur. Als Kind hatte ich auch mal solche Bilder. Damals wusste ich noch nicht, was die Menschen der Vergangenheit alles Schreckliches gemacht haben. Kartons. Ein kleiner Missy. Bei uns daheim sieht es genauso aus. Sie haben tatsächlich seine Sachen durchwühlt? Ich hoffe ja, dass Sie so etwas bei mir nicht auch gemacht haben. Hätte ja sein können, dass er etwas besaß, das der Mission geholfen hätte. Auf welchem Stern Sie diesen Mann auch immer getroffen haben, er musste auch schauen, wie er über die Runden kam. Es ging ja nur um die Zukunft der gesamten Menschheit, aber egal. In den Kartons war ohnehin nichts, nur braunes Papier. Geht der noch? Kaputt. Oh,
Okay. Und die Dokumente da oben drüber? Was ist das? Das geht dich nichts an. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Die Kartons sind ja randvoll mit Papier. Musstest du die alle allein tragen? Die waren schon hier. Ach, dann sind das gar nicht deine. Doch! Doch! Hier liegt ein Zettel. Anmeldeformulare bitte komplett neu drucken. Und diesmal kein Recyclingpapier. Wie sieht das denn aus? Ja, Recyclingpapier. Da kommt ihr noch auf solche dummen Ideen. Ist es nicht schlimm, dass wir so leben müssen? Jeden Tag ums Überleben kämpfen? Olivia hat gesagt, dass es in Marin noch einen vollen Supermarkt gibt. Da gibt es noch mehr davon. Nachdem die Mission beendet ist, werdet ihr ein besseres Leben führen. Das verspreche ich. Dann nehmen wir noch mal eine davon. Darf ich eins haben? Es könnte mir bei der Mission helfen. Nein! Das macht nichts. Ich schaffe es bestimmt auch ohne. Ja, das wollen wir hoffen. Ein Messi kann sich auch von nichts trennen. Die Flüsse von San Francisco, von Gonzalo Benjamin. Wow, du liest wohl sehr viel, was? Nein. Aber du liest. Manchmal blättere ich noch mal durch, bevor ich sie anzünde. Oh. Oha. Naja, irgendwie muss man ja auch warm bleiben. Verständlich. Lieber nicht, sonst will er wieder, dass ich ihm was koche. Na gut, was haben wir denn hier noch? Na, dann schauen wir uns mal den Terminal an. Guten Tag, Sean Rathold. Starten Sie den gewünschten Suchvorgang. Ich suche ein Artefakt, das mit der ID 21108321100 beginnt. Ihre Suche ergab über die Autovervollständigung drei Treffer. Erstens, das Manuskript zu Antimer Day Shop von Ray Plemeet. 21108321 0012. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 21108321 0089. Drittens, Videomaterial zu Die Indes-Katastrophe. 21108321 0091. Möchten Sie eines dieser Objekte bestellen? Ja, ich brauche das Video mit der ID. Ich brauche das Video. ID 21108321 0091. Einen Moment bitte. Fehler. Nicht du auch noch. Was ist denn los? Offenbar gab es einen Fehler bei der Lieferung Ihrer Bestellung. Das Behältnis scheint defekt oder unzugänglich gelagert zu sein. In unmittelbarer Umgebung Ihrer Bestellung befinden sich Objekte mit ähnlicher ID. Erstens, das Manuskript zu Antimer Day Shop von Ray Plemeet. 21108321 0012. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 21108321 0089. Ja, wenn es nicht anders geht, würde ich sagen, nehmen wir doch die Kamera. Wenn es nicht anders geht, dann nehme ich die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Die ist eigentlich am nächsten dran vom Datum her. Ja, einmal einschalten, oder? Und erstmal da suchen, genau. Hier ist nichts, was wir drücken können, okay? Aber wir müssen wahrscheinlich erst aktivieren. Okay, ich stelle den Selbstauslöser auf etwa eine Minute. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Nee. Fotografieren wir einfach den Überlebenden. Das bringt nichts. Nee. Bücher? Weiß nicht. Nee. Oh, was war jetzt? Die Kamera hat doch jetzt ein Foto gemacht, oder?
Na, jetzt gehen wir erstmal zu Delvin zurück. Ich hoffe, er kann mit der Kamera was anfangen. Delvin wartet da oben schon auf uns. Dann zeigen wir ihm doch einfach mal die Kamera. Keine Ahnung wie. Wir brauchen noch die Original. Ich arbeite dran. Komisch, komisch. Dann nehmen wir mal Salvador. Alles, was wir jetzt noch brauchen, die Original, die genaue... Okay. Das bringt nichts. Du bist aber auch nicht gerade einfach, Madame, ne? Muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Das ist alles... Oder müssen wir doch noch unten irgendwas machen? Jetzt läuft man dann einmal rum. So ist besser, dann kann ich direkt runtergehen. Wie kriegen wir das mit der Kamera gebacken? Vielleicht kann er uns ja trotzdem weiterhelfen. Ich möchte die... Geht das? Nur wenn es nicht zu lang... Ich hab noch viel zu tun. Ich ja, mach's ja. Kurz. Okay. Gut. Ich schau... Lass mal den Terminal nochmal. Vielleicht kriegen wir das Manuskript jetzt auch noch. Guten Tag, Sean Rathold. Ist dies nicht... Ich möchte etwas anderes bestellen. Schicken Sie das in der Auslage befindliche Artefakt wieder zurück, bevor Sie eine weitere Bestellung aufgeben. Okay. Ich brauche... Gehen Sie so... Dann packen wir die Kamera jetzt mal in die Box zurück. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob wir jetzt schon bei 10 Minuten oder schon bei 20 Minuten sind. Ich habe wieder vergessen, auf die Uhr zu schauen. Guten Tag, Sean Rathold. Dann nehmen wir jetzt mal das Manuskript. Ich nehme das Manuskript. Einen Moment bitte. Fehler. 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 Guten Tag. Ich brauche... Einen Moment bitte. Fehler. 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 Nicht du auch. Offenbar gab es ein... Das behält in unmittelbar... Das hatten wir alles zweitens. Schon. Dann nehmen wir jetzt die Kamera wieder. Wenn es nicht ein... Auftrag wird... Oder? Ah, ich glaube, ich verstehe es jetzt. Ja. Kamera aktivieren. Okay, ich stelle den selbst. Jetzt muss ich... Kamera rein. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Kamera zurück, die macht ein Foto und dann kommt sie wieder zu uns zurück. So sollte es doch funktionieren. Ja. Das sah doch gut aus. Guten Tag, Sean Red. Und jetzt bitte die Kamera. Ich nehme zurück. Die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Und jetzt sollte ein Foto drauf sein. Wenn denn alles geklappt hat. Moment. Ah, da ist es. Das da rechts muss das Video sein. Und ich kann noch was erkennen. Eine Kiste mit einer ID. Drei, vier, sieben, sechs, acht, neun, sieben, null. Okay. Die ist also im Weg. Ich hoffe, ich muss mir die Nummer jetzt nicht merken. Ich schicke jetzt einfach mal die Kamera wieder zurück. Ich bin fertig. Und hoffe, dass wir die Kiste irgendwie wegholen können. Guten Tag, Sean.
Da unten, ja. So, ich will das Artefakt mit der Nummer 34768970 9987. Das Behältnis mit der ID 34768970 9987 ist leer. Möchten Sie dieses Artefakt trotzdem bestellen? Ja. Und zwar nur, damit die Kiste endlich da wegkommt. Guten Tag, Sean Ratchon. Ist dies nicht Ihr Name? Loggen Sie... Ich möchte etwas... Schicken Sie das in der Auslage befindliche Artefakt... Ich bin fertig. Ich wollte gerade sagen, da war ja nichts drin, da müssen wir auch nichts mehr reinpacken. Folglicherweise müssten wir jetzt, wenn das wieder richtig eingeräumt ist... Guten Tag, Sean Ratchold. Müssten wir jetzt das Video kriegen. Ich brauche das Video. Einen Moment bitte. Fehler. Nicht du auch. Offenbar, das Behältnis scheint defekt oder unzugänglich in unmittelbarer Umgebung. Erstens, das Manuskript zu. Zweitens. Wenn es nicht anders... Auftrag wird... Das ist aber jetzt komisch. Das da rechts muss das Video sein. Ja. Und ich kann noch was erkennen. Eine Kiste mit einer ID. Dann bestellen wir diese blöde ID jetzt nochmal. Und dann schauen wir mal, was ich bin fertig machen. Mit dir. Ich bin jetzt wirklich davon ausgegangen, dass die Kiste jetzt da wieder richtig einräumt. Und wir an das kommen, was wir wirklich haben wollen. Guten Tag, Sean Ratto. Da habe ich wohl zu viel gedacht. Ich will das Artefakt. Das Behältnis mit der ID. Möchten Sie die... Ja. So, was... Oh, einsteigen. Ah. Tatsächlich, ich passe hinein. Dann müssen wir jetzt noch mit ihm hier reden. Kannst du Quickie bitte sagen, er soll die Kiste zurückschicken? Das fänden meine Freunde aber nicht in Ordnung. Bitte, tu mir diesen Gefallen. Ich glaube, damit kriegen wir ihn. Ich koche dir und deinen Freunden auch was. Das würdest du tun? Wir haben oft Hunger. Klar, versprochen ist versprochen. Okay. Sag Bescheid! In 10 Minuten musst du diese Box hier zurückrufen. Okay! Danke. Du bist mir eine große Hilfe. Gut, dann steigen wir jetzt in die Box und dann sollte es auch losgehen. Diese Box, da würde ich... Du kannst mich jetzt wegschicken. Okay. Quickie, schick sie weg. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Da sind wir nun endlich. Wegen dieser Box konnten die Videokassetten nicht hochgefahren werden. Ah, da unten die Box war also schuld. Sie klemmt. Wir haben noch einen Schraubendreher. Sehr schön. Und da sind die Videos. Ein Video vom Kraftwerkunglück und eines von der Klimakonferenz. Egal, was Salvador sagt. Wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. Ja, ich glaube auch, die Klimakonferenz wird einiges wichtiger sein. Haben wir sonst noch was hier? Schauen wir uns noch die andere Kiste an. Dafür würde ich Jahrzehnte brauchen. Und das meiste würde mich nicht mal interessieren. Na gut, dann steigen wir jetzt wieder in die Kiste rein und es geht wieder zurück. Ich setzte mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht, wie lange. 10 Minuten? Eine halbe Stunde? Nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Ich wollte kurz sagen. Hallo? Zeitleitstelle, bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben verloren. Quark, Indes. Echos von den anderen. Svensson. Und Ben Svensson ist unser Retter. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo?
Hallo, wer spricht da? Ach, N. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Ich habe Bruchstücke einer Zeitinterferenz abgefangen. Wow, gratuliere. Das unterscheidet dann wohl einen Profifunker wie dich von einem Laien wie mir. Wenn ich funke, dann bekomme ich immer nur klare Nachrichten rein. Nein, du verstehst mich falsch. Ich habe mich selbst gehört, aber nicht mich jetzt, sondern später. Ich meine, ich habe etwas gesagt, was ich noch nicht gesagt habe. Wir funken durch die Zeit, was erwartest du? Wieso bist du in der Leitung? Delvin hat unser Funkgerät repariert. Wir können uns jetzt jederzeit kontaktieren, wenn sich etwas Neues ergibt. Etwas Relevantes, etwas Wichtiges. Etwas, was die Mission weiterbringt. Hysterisches Rumgestammel stand aber nicht auf der Liste. Sehr liebenswert, wie immer. Sagt dir der Name Ben Svensson etwas? Svensson? Sollten da nicht schon automatisch die Glocken läuten? Er ist derjenige, der uns seit Jahrhunderten mit Energie versorgt. Das ist es! Ja, wer hätte gedacht, dass es zwischen ihm und dem Svensson-Generator einen Zusammenhang gibt? Nein, ich meine, das ist es! Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie wir die Katastrophe verhindern können. Das ist ja alles schön und gut, aber ohne das Tape nützt uns das nicht viel. Ja, das habe ich doch schon. Ich habe das Tape. Ich habe sogar zwei Tapes. Eines von der Katastrophe und was noch viel interessanter ist, die Aufnahme von der Klimakonferenz eine Woche davor. Worauf wartest du denn noch? Bring sie her. Ich kann nicht. Ich sitze fest. Oh Mann. Wo? Im Archiv. Eigentlich sollte mich ein Freund wieder rausholen, aber ich warte immer noch. Ein Freund? Warte dort, ich bin sofort da, over and out. So. Und, da sind wir auch schon wieder zurück. Nette Box. Ich hoffe, dich gibt es jetzt nicht serienmäßig. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast das Tape? Hier, bitte. Gute Arbeit. Und hier das zweite. So, und jetzt der Plan. Wir reisen zur Klimakonferenz und erzählen den Menschen vom Svensson-Generator. Anschließend werden sie das Kraftwerk abschalten und puff, die Klimakatastrophe hat nie stattgefunden. Wo ist mein Freund? Er wollte nicht kooperieren. Ich musste das Risiko minimieren. Was? Du hast ihn. Hier, das Konferenzvideo kannst du behalten. Ich habe nicht vor, die Mission für diplomatischen Hokuspokus zu opfern. Das Kraftwerk ist das Ziel. Was? Gib mir sofort das Video wieder. Wenn wir zum Kraftwerk reisen, wird es nur noch mehr Tote geben. Wir reisen zur Konferenz. Es wäre auch in deinem Interesse. Na, da bin ich aber gespannt. Ja, und wie gespannt er sein darf, denn das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Dann gibt es wieder dieses kleine Däumchen da unten. Das tut auch nicht weh, wenn es drückt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt A New Beginning.